Wir wissen nicht, womit dieser Recke seine Muskeln schmiert. Doch wir arbeiten mit der gleichen Präzision und Zielstrebigkeit daran, dass Sie das Beste aus Ihrem Fahrzeug herausholen können. Okay, prima. Dann kann ich auch meine Weltreise fortführen. Es ist ein kurzer Weg von Avia zu Oest. Aus Rohöl entwickelt, produziert und vertreibt Oest hochwertige Schmierstoffe, sowohl für Fahrzeugmotoren als auch für Maschinen zur Metallbearbeitung und Umformung. Und dies seit annähernd 100 Jahren in Freudenstadt und derzeit mit 220 Mitarbeitern. Das Unternehmen stellt sich aktuell einer großen Herausforderung, vom Shopfloor bis zur Chefetage. Wir haben uns vor etwa 2 Jahren entschieden, ein Projekt im Hause durchzuführen. Das nennen wir Take-off 18 intern. Wir haben dieses Projekt installiert aufgrund der Tatsache, dass wir uns verbessern wollten in der Warenverfügbarkeit, in den Durchlaufzeiten. Wir haben das ambitionierte Ziel, 18.000 Jahrestonnen im Einschichtmodell zu realisieren. Von Beginn an hat man bei Oest Wert darauf gelegt, dass eigene Mitarbeiter die Veränderungsprozesse steuern, in Produktion, Verwaltung und Vertrieb. Stets im Dialog mit Beratern von Festo Training und Consulting. Ja gut, am Anfang waren die Mitarbeiter schon sehr skeptisch, das muss man schon sagen. Aber die Workshops waren eigentlich soweit ganz gut aufgebaut, dass man immer so vorher, nachher Sichten hatte, sodass man eigentlich relativ schnell den Erfolg gesehen hat und dadurch konnte man die Mitarbeiter dann auch überzeugen. In den Workshops wurde deutlich, dass eine bessere Abstimmung aller Mitarbeiter entlang der gesamten Wertschöpfungskette nötig ist. Im Rahmen von Take-off 18 wurden die Prozesse mit Lean-Methoden analysiert und nachfolgend durch die Einführung von Kanban, TPM, Milkrun und SMAD optimiert. Mit der Einführung von Shopfloor-Management geht es jetzt in die nächste Stufe. Wir versuchen, eine Regelkommunikation innerhalb der leitenden Abteilungen im Schmierstoffwerk zu etablieren, um noch schneller auf Probleme, auf Herausforderungen des Marktes reagieren zu können. Mitarbeiter sind froh, wenn sie ihre Probleme an jemand adressieren können. Besser noch, wenn sie einbezogen sind. Ich habe ein Problem mit der Abfüllanlage, ich komme einfach nicht weiter. Okay, ich habe hier so einen kleinen roten Faden für dich, wo du mal ein Brainstorm machen kannst mit deinen Kollegen und dann einfach mal Ergebnisse eintragen und dann sprechen wir es nächste Woche nochmal durch. Okay. Unsere Einführung von Shopfloor-Management hier bei der Firma Oest haben wir in 3 Kaskaden gegliedert. Einmal die wertschöpfende Kaskade, sprich die Produktion, dann die Kaskade 2 wäre die Werksleiterebene bis hin zur Kaskade 3, die Führungsebene. Was man hier in der Pyramide schön sieht, ist die Informationsflut, die man in der ersten Kaskade hat, wo die Probleme entstehen, wo die Probleme auch aufgenommen werden, dass wir Informationen schnell zur nächsten Kaskade hochbringen und damit dann eine endgültige Entscheidung herbeiführen können. Es geht los mit der täglichen Frühbesprechung an der Steuertafel. Alle Mitarbeiter bekommen direkt mit, was an diesem Tag für Aufgaben anstehen. Nach der Personalsituation werden die relevanten Kennzahlen durchgesprochen, immer von links nach rechts. In der Qualität sind wir seit 2 Wochen IO und in der Sicherheit seit 18 Wochen. Auftragseingänge bzw. Fertigungsverläufe sind um ca. 10% gestiegen. KVP-Punkte haben wir 2 offene. Die Treppe wurde repariert und ist somit in Ordnung. Der Greifer in der Ziehmittel? Ja, der ist letzte Woche von den Schlössern repariert und ist in Ordnung. Ist in Ordnung. Ja. Noch ein Punkt zur Sicherheit. Norbert, der Spiegel, wo als KVP-Maßnahme vorgeschlagen wurde, ist montiert und somit einsatzfähig. Ja, mir ist das eingefallen. Ihr habt hier gearbeitet auf die Anlage AA3 und ihr habt gemerkt, dass hier ist große Verkehr mit Staplern, Idee wäre Spiegel oder sowas und dann ist vielleicht von Sicherheit besser. Gut, das Thema Etiketten möchte ich nur mal kurz abfragen. Lösen sich die Etikettenränder noch? Die Ränder lösen sich immer noch ab. Lösen sich immer noch? Ja. Okay. Somit werde ich dieses Problem, diese Maßnahme, heute in die Werksleiterrunde mitnehmen. Es läuft im Moment sehr gut durch die morgendliche Shopfloor-Management-Sitzung, die ich mit den Mitarbeitern habe.
Die Punkte werden angesprochen. Es wird nichts könnte ich mal machen oder so, sondern die Maßnahmen werden als KVP-Punkte aufgeschrieben, dokumentiert und werden auch täglich kontrolliert und abgearbeitet. Jeden Vormittag um 10 Uhr treffen sich die Führungskräfte der Produktion. Auch hier derselbe Ablauf. Was dient der reinen Info? Was kann man sofort entscheiden? Was wandert weiter nach oben? Ganz kurz zum Personal. Ihr hattet heute Morgen schon durchgegeben, wie der Stand ist. Hat sich noch was verändert? Bei mir nicht. Okay, dann gehen wir weiter. Sicherheit gab es nichts. Wir sind nach wie vor seit 13 Wochen unfallfrei. Qualität, vergangene Woche keine Qualitätsprobleme. Sehr schön. Was die Umsätze angeht, die Mengen, die wir bewegen im Mai, top. Ja, in der Fertigung sind also heute 5% mehr geplant wie gestern. Einlastung. Die Kanban-Anzahl ist nach wie vor unverändert. Berechnete Varianten habe ich 10 Stück hinbekommen. Davon konnte ich eine reduzieren. Kurz zu den kontinuierlichen Verbesserungsprozessen. Da haben wir noch das Thema Etiketten. Da müssen wir ganz dringend ran. Es kann sein, es stimmt der Kleber nicht. Es kann sein, es ist die Oberfläche vom Gebinde. Wissen wir nicht. Da sollten wir dringend den Gebinde- und Etikettelieferant zu uns in die Firma heranziehen. Die Themen, die wir mit in die Führungsrunde nehmen werden, das ist einmal das Thema Etiketten, das Thema Probenahme. Und da ist vom Labor ganz klar nochmal vorgegeben, die Probenahmezeiten sind zu lang. Einmal, du nimmst dann bitte die Sachen mit hoch. Ja. Okay. Als Shopfloor-Manager bin ich natürlich auch für die Maßnahmen zuständig, für das Controlling dieser Maßnahmen, damit diese Informationen auch wirklich umgesetzt werden, dass wir Top-Ergebnisse erzielen. Das heißt auch, dass die Leute gecoacht werden müssen, wie man arbeitet, mit welchen Methoden man arbeitet. Jeden Montag werden die relevanten Themen aus den Kaskaden 1 und 2 in der Leitungsrunde besprochen. Auch hier klare Kommunikation über Dinge, die im komplexen Alltag zwischen den Abteilungen untergehen würden. Unsere Kennzahlen, die OEE in allen Bereichen, ist in der vergangenen Woche deutlich gestiegen. Aktuelles Top-Thema ist der erfreulich hohe Abfluss an E31 in der vergangenen Woche und auch in dieser Woche. Wir haben im Moment sehr starke Abflüsse dieses Produktes in Richtung China, aber auch Aufträge aus den USA und aus Spanien. Alle Termine sind von der Produktion bestätigt worden. Noch Top-Thema diese Woche ist wieder die Verfügbarkeitsproblematik, die wir auch schon letzte Woche hatten. Der Lieferant hat nun festgestellt, dass es menschliches Versagen war in seiner Produktion. Einmal der Maschinenbediener hat hier einen Fehler gebaut und auch die Endkontrolle hat den Fehler übersehen. Herr Würfel, Thema Vertrieb. Unser Öltankwagen ist diese Woche schon zu 80% ausgelastet. Und das hat natürlich auch Auswirkungen auf den Beschäftigungsgrad in der Fertigung, in der Abfüllung etc. Den aktuellen kontinuierlichen Verbesserungsprozess haben wir offen. Und zwar haben wir Spülanweisungen erstellt mit einer Farbampel. Und dazu kann der Herr Gass uns auch noch was sagen. Die Mitarbeiter sind meines Wissens nach schon unterwiesen. Ja, es gibt detaillierte Aufzeichnungssysteme, wie wir es vorgehen und wie wir es auch weiterhin pflegen werden. Wir haben jetzt letzte Woche mal erfasst, wie lange es dauert, bis vom Rohstoffwareneingang, bis dann die Proben bei uns oben im Labor sind. Und dabei kam eben raus, dass wir teilweise bis zu 5 Tage warten müssen, bis die Produkte bei uns oben sind. Das ist natürlich entschieden zu lang, nicht? Daran müssen wir arbeiten. Ja. Welche Vorgehensweise können wir da anlegen? Wir haben das Thema bereits durchgesprochen. Die Proben müssen binnen 2 Tagen im Labor sein. Und die Zeiten waren einfach zu lang aufgrund Personalproblematik, aber wir haben das abgestellt. Okay. Zu den beiden Punkten, die wir bereits haben, nehmen wir noch den dritten Punkt, die Probenahme im Labor. Aus unserer Sicht sehr wichtig, dass wir das in den nächsten 2 Wochen abhandeln. Durchlaufzeit 2 Tage als Zielwert. LOT. Weitere Maßnahmen? Ja, Herr Stips, ich hätte da noch was. Ich wünsche mir schlichtweg die Einsichtmöglichkeit der Beschaffung in die Tankvolumina. Ja, das würde uns wirklich sehr helfen bei der Disponierung. Gut, wir werden das prüfen. Ich nehme das als Maßnahme auf und versuche bis nächste Woche Ihnen Antwort zu geben. Ja, wenn es keine weiteren Punkte gibt, dann vielen herzlichen Dank. Wünsche ich uns eine gute Woche und viel Erfolg. Wenn ich die Gesprächsrunde von heute Vormittag noch einmal Revue passieren lasse, erkenne ich einen ganz klaren Fortschritt im Vergleich zu der Situation von vor 24 Monaten. Wir gehen heute sehr offen miteinander um, können Herausforderungen und Probleme ansprechen. Dadurch sind unsere Entscheidungen schneller geworden. Wenn nicht alle Führungskräfte miteinander dieses Shopfloor-Management durchziehen, dann wird es nicht gut. Man muss klipp und klar alle zusammen das Shopfloor-Management auf die zuständige oder auf die eigene Firma zuschneiden.
Ganz wichtig ist natürlich ein neutraler Moderator, damit die sachlichen Belange im Vordergrund stehen. Reden und manchmal muss man ein bisschen nachhaken, gerade wenn es an die Tools geht. Einfach das Gefühl vermitteln, ich möchte nichts Böses, ich möchte nur helfen. Und wenn man diesen Punkt erreicht hat, dann Shopfloor-Management funktioniert es wirklich. Wenn ich mir die Zukunft heute vor Augen führe, dann bin ich mir sicher, dass wir unsere ambitionierten Ziele im Projekt Takeoff 18 erreichen können. Und mit etwas Engagement und Glück werden wir sie sogar übertreffen. Auf geht's! Und wie steht Festo zu diesem Thema? Shopfloor Management bei Festo ist ein wesentlicher Bestandteil unseres Produktionssystems, das es uns erlaubt, unsere Ziele zu erreichen. Shopfloor Management bei Festo heißt konkret die operative Steuerung unseres Tagesgeschäftes. Wir nennen das Blitzmeeting. Bei diesem Blitzmeeting kommt die Führungskraft der jeweiligen Montage- oder Fertigungseinheit gemeinsam mit Kollegen aus der Montage oder Fertigung oder auch den Supportfunktionen wie Qualitätssicherung oder Materialbeschaffung zusammen und betrachten gemeinsam, wie waren die letzten 24 Stunden hinsichtlich der gesetzten Ziele. Bei Abweichungen von diesen Zielen werden mögliche Ursachen ermittelt und geeignete Maßnahmen eingeleitet. Nachdem nun dieser Blick nach hinten erfolgt ist, richtet die Mannschaft den Blick nach vorne und stellt sich die Frage, was müssen wir heute tun, um die nächsten 24 Stunden zu einem perfekten Tag zu machen. Dass die Leute diese Kurzmeetings so empfinden, wie das tägliche Zähneputzen. Oder wie das tägliche Briefkastenleeren. Oder Kaffee trinken.